Eieiei, was ein Schlachtfeld. Eieieiei, den Zug entkommen, 83%, im Wald entkommen, 78%, die Stadt verwüstet, 98%. Nicht gespielter Weg, es gibt natürlich auch noch nicht gespielt. Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal dann, wenn ich das nochmal spiele. Würde mich mal interessieren, wenn ich nichts tue, wenn die uns kriegen, was dann passiert. Würde mich natürlich auch brennend interessieren. Mein imaginärer Freund, das ist vor der Besprechung noch. Okay, in der Zeitleiste. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was da jetzt kommt. Unser imaginärer Freund. Vor allem, wo kommt er her? Dieser Aiden oder Aiden. Alter, diese Fliege hier, ne? Bei mir. Alter, immer vor dem Bildschirm. Unglaublich. Willkommen zum Live-Let's Play, Kampfkeks. Bisschen spät dran heute. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Ist doch schön draußen. Willst du nicht was spielen gehen? Und ich möchte mich nochmal bedanken für... Alter, 11 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Ihr seid die geilsten. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Und willkommen zum Live-Let's Play von Beyond the Souls. Und für dich auf YouTube auch. Hallöchen. So. Weiter geht's. Okay, da wusste... Sie, glaube ich, noch gar nichts von Aiden, ne? Oder von Aiden. Kann ich hier... Ich versuche mal R2 zu drücken, um Gedanken zu lesen, so wie bei Heavy Rain. Ich bin voll durch, bin ich. Na gut. Kann ich irgendwie... Boah, Alter, was ein alter... Guck mal, so ein alter Sony-Fernseher. Kenn ich auch noch. Hatten wir früher auch gehabt, so ein Ding. So ein Röhrenfernseher. Kann ich mich hier hinsetzen? Hui. Fernseh gucken ist immer gut. Urlaub. Ja, dann schönen Urlaub wünsche ich dir. Wo geht's denn hin? So. Boah, ist das schön idyllisch. Ich halte jetzt einfach mal meine Fresse. Ich finde das gerade so sehr... Alter, die Fliege. Fliegt mir beinahe in die Fresse. Doch schon bald essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. No. Jetzt besser? Ist aber auch so okay. Süß. Ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Ist aber auch so süß, die Kleine. Hä? Hm? Kekse. Jordi, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Zusammen mit einer Freundin. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Was? Machst du länger wie 22 Uhr mit dem Spiel? Ist übel spannend. Ja, ist es auch. Ja, ich muss mal gucken. Weil ich will ja auch noch Leia Sophia und tralala und... Hab ja noch zwei andere Spiele, die ich auch noch anspielen möchte heute im Stream und so. Boah, ist das schön, Weihnachten, voll geil. Ich freue mich übrigens auch wieder auf Weihnachten. Wir sind ja schon wieder im August, ist ja unglaublich. Schon über die Hälfte schon wieder des Jahres rum.
wie schnell das immer geht. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist die Garage, ne? Sah zumindest danach aus. Darf ich raus? Ich meine, wenn ich hinten schon nicht raus darf, vielleicht vorne, nee, vorne auch nicht, okay. So. Gehen wir mal nach oben. Wir haben noch Zeit. Ja, natürlich haben wir... Ja, natürlich haben wir Zeit. Aber ich muss die Videos ja auch schneiden und bearbeiten. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Und morgen ist auch noch ein Tag. Morgen habe ich auch noch Stream. Und Sonntag will ich auch Homefront aufnehmen. Huch, was war hier? Warte. Na. Hallo? Ja, ich bin's. Hi, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. Echt? Bei uns ist voll schön. All dieser Schnee. Ich hoffe, das hört bald auf. Also, wir haben Dezember 30 Kinder Grad. Sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Ja, da hast du... Aiden, Schluss damit! Okay, sie kennt seinen Namen da schon. Ja, aber woher kommt er denn? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Nö. Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Nö. Klar, kein Problem. Nö, nee, keine Zeit. Woher... Na, geh doch da rein. Woher kommt Aiden? Und wann haben die sich erst mal kennengelernt? Das würde ich gerne mal wissen. Tralala. Wie Kinder so sind, ne? Die machen nicht das, was Eltern sagen. Erstmal schminken. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Alter. Ich glaube, wenn ich da mal so einen Geist gehabt hätte, hätte mir, glaube ich, in die Hose gemacht. Das ist der Geist, der auf die Brille scheißt. Wenn ich überlege, damals, wie ich Paranormal Activity im Kino gesehen habe, wie ich mich erschrocken habe. Okay, gucken wir mal. Gerade ziemlich ruhig. Die PlayStation geht schon wieder ab. Der Lüfter ist schon wieder am Durchdrehen. Hallo? Hallo? Dreh dich noch viermal im Kreis. Ah, die Holy Bibble. Die Holy Bibble. So. Unser Abendgebet haben wir hinter uns gebracht. Kann ich in den Schrank... Da oben? Eine mysteriöse Kiste. Kann ich... Ach, das ist ja krass. Ach, siehste? Ich bin so hohl. Ich kann ja die ganze Zeit Aiden auch steuern, ne? Da fällt mir was ein. Die Ölflasche kann doch Aiden holen und einfach dahinstellen. So, schauen wir mal, was da drin ist. Foto. Mein... Es fühlt sich seltsam an. Controller vibriert, ich weiß nicht warum. Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Was leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf... bis sie einen Erinnerungsschub hat. Na. Uah. Es tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Hm?
Es tut mir so leid, ich habe alles versucht. Es sah aus, als ob da irgendjemand gestorben ist, aber... Hä? Hui. Geil. Kann ich noch was machen mit Aiden? Und Papa sitzt am Schreibtisch und... Juckt den gar nicht. Mhm. Juckt den einfach mal nicht. Ist egal. Haben Gespenster im Haus. Okay. Hallo. Bitte, Jordi. Ich hab zu tun. Darf ich nochmal den Computer... Was macht der da eigentlich? Der guckt doch bestimmt heimlich Pornos, oder? Jordi? Ach komm. Hast du das Öl geholt? Ja. Komme. Gleich. Der guckt doch bestimmt heimlich Pornos, oder? Was schreibt der denn da? Schade, dass man das nicht lesen kann. Ich bin in deinem Kopf. Ja. Aha. Ist noch ein alter Rechner. Schade, dass ich nichts mehr machen kann. Okay, dann gucken wir mal. Ich dachte, ihr holt mittlerweile das Öl von alleine. Da gucken wir mal. Schon riesig das Haus, ne? Können wir hier nochmal? Ah, hier waren wir ja noch nicht. Kann das Öl alleine holen. So, gar keine Zeit dafür. Nein, ah. Soll doch nicht aufstehen. Verdammt. Nein, geh wieder an den Tisch. An den Tisch. So, jetzt den Stift. Genau. Und jetzt malen wir. Und malen nach Zahlen. Kennt das noch einer? Malen nach Zahlen? Habe ich früher mal voll gefeiert. Sie malt irgendwie immer Kreise, ne? So ein Kringel und ganz viele Fäden. Wie so eine Sonne, so eine schwarze Sonne. Ich denke mal, so sieht sie Aiden. Oder Aiden. Huch, was war das denn? Hey, die Puppen. Yay. Hey, Feenblüte. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Ich hasse Puppen. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Aiden wird böse. Anscheinend. Was soll denn das? Warum? Mann, ich wollte die Geschichte zu Ende hören. Ach komm, kann ich hier lang? Kann ich hier... Nein, okay. Wie gruselig die Puppe da ankam und guckte so und hatte noch den Kopf verdreht gehabt. Alter. Warte mal, kann ich mit ihm irgendwas machen im Zimmer? Ist auch sehr creepy. Vor allem, dass da Baby draufsteht. So, schauen wir mal im Badezimmer. Was haben wir hier Schönes? Kein Luxusklo wie beim Scheich. So, was können wir denn hier machen? Können wir in der Nase popeln?
Was? Ich meine, hey, was war das denn? Alter, mach doch nicht sowas mit mir. War das ein? Alter, wie der aussieht, ist ja creepy. La 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 la. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich gerade nur ein bisschen höher gesetzt im Stuhl. So, ich muss mal. Hallo? So, na, geh mal da runter, genau. La 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 la. Ja, dann gehen wir. Gut, dann gehen wir mal das Öl holen. Schneidet wahrscheinlich immer noch seit halben Stunde an den Kartoffeln oder so. Wow. Die Lampe wertet den Raum unheimlich auf. Ich möchte das mal anmerken. Da. Was ist das? Was ist das? Alter, ich gehe da noch nicht hin. Was ist das? Alter, ich gehe da nicht hin. Alter, was ist denn das? Hö! Oh, das ist so eine Puppe. Alter. Ich hab Gänsehaut. Los, raus hier. Nein. Nee. Ist das schon so eine Vorfreude auf Layers of Fear? Hui. Was hier heute auch noch im Stream kommt. Ja, mal so kurz nach 10 oder so fangen wir damit an. Das ist ja so ein Spiel, wo man nicht aufhören kann. Vor allem, wir sollten Öl holen, ne? Fürs, huch. Mal kurz mal, ne? Wir sollen Öl holen. Fürs Kochen, ja? Also, ich persönlich, wenn ich koche, ja, wenn ich dann mal die Lust zu habe und ne, mich traue, was zu kochen, dann sehen bei mir. Das Öl aus kommt aus Flaschen. Ja, so aus Flaschen, so, ne? Plastikflaschen oder Glasflaschen. Aber das, was sie da jetzt hat, das sieht aus wie Motoröl. Aber gut, ich, ja. Schmeckt bestimmt gut. Ist bestimmt 10W40. Wir geben es mal der Mama. Danke, Schätzchen. So. Vor allem, warum holst du es nicht selber? Kriege ich jetzt einen Keks? Kann ich sie nochmal antatschen? Nein, kann ich nicht. Okay. Was? Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ich darf draußen spielen? Ich dachte, ich darf nicht raus. Schatz, ja, dann gehen wir mal gucken. Nimm den Mantel. Es ist wirklich kalt draußen. Na gut. Dann gehen wir erst den Mantel holen. Oh, dämliche Mutter. Entschuldigung. Na, geht in die Richtung. Alter, 14 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live Let's Play von Beyond Two Souls. Huch, das ging ja schnell. La, 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 la. So. Ich gehe ja schon. Ich schau erstmal hier. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Kann ich mit ihm irgendwie. Ich schau mal eben. Kann ich mit ihm irgendwas machen? Ja, spannend. Kann ich beim Nachbar die Tür aufmachen? Oh, da darf ich nicht hin, okay.
Naja, schaukeln möchte ich jetzt nicht unbedingt bei dem Wetterchen. Das ist eine sehr starre Schaukel. Kann ich hier irgendwo durchgucken oder so? Oder drüber gucken? Weil ich höre andere Kinder. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Über die Bank vielleicht? Ich gehe mal zu diesem Fußball. Ach, da hinten, da. Yay! Kann ich... Hallo? Komm schon, los auf ihn! Was, los auf ihn? Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling, das! Okay, ich weiß, wir sollen hierbleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Ist das so eine gute Idee? Weiß es nicht. Er versteckt sich da hinten. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Aiden, du bist der Beste. Jep. Ich weiß. Na, ach. R2. Was mache ich denn da? L1. Und was noch? Okay. Ich dachte, da kommt noch eine Taste dazu. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingeseift. Eingeseift. Yay! Toll. Patsch. Yay! Boah, das macht voll Laune. Immer auf denselben vollen Ding. Haha. Er ist da drüben. Er versteckt sich da hinten. Komm schon, hey, das ging daneben. Er versteckt sich da hinten. Au. Hey, das ging daneben. Du bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit! Wir gehen heim! Komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt's 30 Ärger! Nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Ich bin noch da. Ich wollte das nur... Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja?
Komm, schlaf jetzt, Süße. Mal, können wir... Ah, ne, darf ich nicht. Okay, ich muss im Zimmer bleiben, okay. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Mhm. Also sind wir adoptiert, wenn ich das so schlussfolgere mit dem, was wir herausgefunden haben bisher. Auch an alle Neuen und willkommen zum Live-Let's Play. Hallo auch Silent Soul und Massi. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Ja, mein imaginärer Freund. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Break. Es bleibt definitiv spannend und ich würde sagen, für YouTube, wir sehen uns definitiv in einer weiteren Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest und ja, bis demnächst. Also, schalte dann wieder ein. Ciao.